In diesem Video möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie du mit dem Krümmungskriterium Hoch- und Tiefpunkte nachweisen kannst. Kurze Erinnerung, die notwendige Bedingung für eine Extremstelle ist, dass an dieser Stelle die Ableitung 0 ist. Ja, wenn da ein Hoch- oder Tiefpunkt ist, dann muss die Tangente flach sein, also Steigung 0. Das ist immer das Erste, was du überprüfst, wenn du eine Stelle darauf überprüfen sollst, ob sie eine Extremstelle ist, also Hoch- oder Tiefpunkt an dieser Stelle ist. Machen wir es konkret an einem Beispiel. Wir schauen uns die Funktion f von x gleich 1 Fünftel x hoch 5 minus x hoch 4 plus 3x an und die Stelle, die wir überprüfen sollen, ist x0 gleich 1. Also wir sollen nachweisen, dass da eine Extremstelle ist und rausfinden, welche Art Extremstelle ist es, also Hochpunkt oder Tiefpunkt. Also notwendige Bedingung für die Extremstelle ist, Ableitung an der Stelle muss 0 sein. Das heißt, wir leiten erstmal ab, kriegen dann x hoch 4 minus 4x hoch 3 plus 3 als Ableitung raus. Und wenn wir da die 1 einsetzen, dann sehen wir, ah, da kommt tatsächlich 0 raus, weil 1 hoch 4 minus 4 mal 1 hoch 3 ist minus 3 und dann plus 3 gibt eben 0. Also check, diese Bedingung ist erfüllt. Die muss auch erfüllt sein, sonst kann es überhaupt keine Extremstelle sein. Frage ist, wie kriegen wir jetzt raus, was für eine Art von Extremstelle das ist? Und hier bietet sich das Krümmungskriterium an. Was heißt es? Wir überprüfen mit der zweiten Ableitung die Krümmung des Graphen an dieser Stelle. Wenn du noch nicht weißt, was die zweite Ableitung mit der Krümmung zu tun hat, dann schau dir mein Video an, das ich oben verlinkt habe. Da erkläre ich dir, wie die zweite Ableitung mit der Krümmung von dem Graphen von f zusammenhängt. Also wie gesagt, wir brauchen die zweite Ableitung, das heißt, wir leiten nochmal ab, aber das ist ja relativ einfach. Liefert hier 4x hoch 3 minus 12x². So, und jetzt schauen wir uns eben an, welchen Wert die zweite Ableitung an der Stelle 1 hat. Das heißt, wir rechnen aus, was ist f' von 1? Und da sehen wir, das wäre eben 4 minus 12 und das ist eben minus 8. Und uns interessiert jetzt eigentlich nur das Vorzeichen, in dem Fall, dass es eben kleiner 0 ist. Und aus meinem Video über die Krümmung und die zweite Ableitung weißt du jetzt, okay, negativ bedeutet, wir denken an einen traurigen Smiley. Und der Mund von dem traurigen Smiley, der ist eben rechts gekrümmt und erinnert an welche Extremstelle? Naja, an einen Hochpunkt. Das heißt, wir können jetzt folgern, bei x0 gleich 1 ist eben ein Hochpunkt. Ja, weil wir wissen, da ist die Steigung 0, f' von 1 ist 0. Und wir wissen, die Krümmung in der Nähe von der 1 muss rechts gekrümmt sein, weil die zweite Ableitung negativ ist. Also muss es ein Hochpunkt sein. So einfach kann man mit dem Krümmungskriterium das rausfinden. Jetzt gibt es allerdings eine fiese Falle bei dem Krümmungskriterium. Und um die zu verstehen, fassen wir erstmal zusammen, was wir jetzt gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wenn die erste Ableitung 0 ist an einer Stelle und die zweite Ableitung negativ, dann ist bei x0 ein Hochpunkt. Diese Folgerung ist richtig, weil die zweite Ableitung, wenn sie negativ ist, eben Aussagen über die Krümmung des Graphen macht, in dem Fall rechts gekrümmt, und dann kann es eben nur ein Hochpunkt sein. Genauso kann man sich überlegen, dass wenn die erste Ableitung 0 ist und die zweite Ableitung positiv ist, dann muss bei x0 ein Tiefpunkt sein. Auch diese Folgerung ist richtig, weil die zweite Ableitung hier eben dafür sorgt, dass der Graph links gekrümmt sein muss, also muss dort ein Tiefpunkt sein, wenn wir eben schon bereits wissen, dass da die Steigung 0 ist. Jetzt könnte man denken, ah, super, das bedeutet, wenn f' von x0 gleich 0 ist und die zweite Ableitung auch 0 ist an dieser Stelle, dann ist da ein Sattelpunkt. Und diese Folgerung ist leider falsch, um das richtig einzuordnen. Ja, es gibt Fälle, wo dann dort ein Sattelpunkt ist, aber es gibt eben auch Fälle, wo da ein Tief- oder Hochpunkt ist. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Und zwar die Funktion f von x gleich x hoch 4. Wenn wir die an der Stelle x0 gleich 0 anschauen, dann stellen wir fest, okay, Ableitung ist 4x hoch 3. Wenn wir das an der 0 auswerten, kommt da auch 0 raus. Okay, das heißt, da könnte eine Extremstelle sein, aber auch ein Sattelpunkt. So, jetzt wollen wir das Krümmungskriterium anwenden und rechnen die zweite Ableitung aus, die ist 12x². Und wenn wir da 0 einsetzen, dann kommt auch 0 raus. So, ist da jetzt ein Sattelpunkt? Nein, weil wenn wir uns den Graphen der Funktion anschauen, dann sieht die so aus und wir sehen, ah, es ist ein Tiefpunkt. Das heißt, aus zweiter Ableitung gleich 0 können wir keinerlei Schlussfolgerung ziehen. Das solltest du dir unbedingt klar machen.
Am besten, indem du dir selber ein Beispiel überlegst für eine Funktion, bei der die erste Ableitung und die zweite Ableitung an der Stelle 0 sind, aber dort ein Hochpunkt ist. Und natürlich noch ein Beispiel, wo da ein Sattelpunkt ist. Das heißt, wenn die zweite Ableitung positiv oder negativ ist, dann können wir Aussagen darüber machen, ob es ein Hoch- oder Tiefpunkt ist. Ansonsten nicht, dann müssen wir uns auf das Vorzeichenwechselkriterium verlassen. Wenn du wissen willst, wie dieses Vorzeichenwechselkriterium funktioniert, dann findest du mein Video dazu in der Playlist Untersuchung von Funktionen. Da sind alle wichtigen Videos drin, die dir helfen, den Graph einer Funktion aus dem Funktionsterm zu bestimmen.